Meine Damen und Herren, ich sage herzlich willkommen zu einer neuen Episode Huli Nerd zockt. Wir spielen heute etwas, was es eigentlich gar nicht auf dem PC gegeben hat. Dies hier ist eine Super Street Fighter 2 Turbo HD Remix Version. Allerdings ist diese für den PC. So ursprünglich gab es diese Variante nur für Xbox 360 und für die PlayStation 3 im deren Online-Store. Aber dies hier ist quasi eine Mugen-Abwanderung, also Mugen-Abwandlung. Sprich, hier haben Fans das eben halt in diese Mugen-Engine gepackt und wie ich finde, das sehr gut gemacht. Ich stelle das jetzt hier bewusst auf Easy One, weil ihr werdet gleich merken, warum das so ist. Mir geht es jetzt hier weniger darum, dass ich euch jetzt hier dieses Spiel zeige. Das könnt ihr euch hier auch kostenlos herunterladen. Es ist eine von vielen Mugen-Varianten, die man sich kostenlos runterladen kann für den PC. Hat leider auch ein paar Einschränkungen im Gegensatz zur Version, die man sich kaufen muss. Hier fehlen dann auch ein paar spielbare Kämpfer, wobei man hier auch viele drin hat, die eigentlich ja, nötig sind. Ich spiele das Ganze jetzt einfach mal hier drauf los und werde euch einen erzählen. Ihr werdet gleich schon merken, ich kann überhaupt froh sein, wenn ich jetzt hier überhaupt einen Kampf gewinne. Street Fighter 2, daran habe ich einige Erinnerungen. Als erstes, also beziehungsweise das erste Mal, dass ich überhaupt mit Street Fighter 2 in Berührung kam, müsste so ungefähr im Alter von 9 oder 10 Jahren gewesen sein, wenn nicht sogar früher. Wir hatten nämlich damals ein Super Nintendo gehabt und da hatten wir die allererste Street Fighter 2 Version. Und da kamen dann unsere Mitschüler nach Hause und wir haben dann mit 8 Leuten vom Fernseher gehangen an Kindergeburtstagen und haben dann Street Fighter gespielt. Damals wusste ich nicht, dass es vor Street Fighter 2 noch ein anderes Street Fighter gab, auch wenn man sich das hätte denken können. Aber Street Fighter 1 hat irgendwie niemand zu dem damaligen Zeitpunkt in meinem Bekanntenkreis bzw. in meinem Freundeskreis gespielt. Und ich war vom ersten Tag, als ich Street Fighter 2 gespielt habe, fasziniert von diesem Spiel. Ich persönlich muss sagen, das ist auch noch heute einer meiner absoluten Lieblings-Fighting-Game-Franchises. Ich wüsste jetzt neben Mortal Kombat auch keins, wo ich mehr als 2 Spiele gespielt habe, beziehungsweise 2 Ableger. Wie ihr hier in dieser Version seht, hier hat man natürlich auch diese super Combo-Leiste. Die sieht auf der Konsolenversion, glaube ich, ein bisschen anders aus. Und ich bin gerade erstaunt, dass ich überhaupt hier ein Match gewonnen habe. Weil das wird jetzt ein bisschen schwieriger gegen Cammy. Und ich glaube, ich werde hier kein Land sehen. Ja, geht schon gut los. Was wollte ich noch sagen? Genau, Street Fighter 2 war damals für mich besonders, weil man den einzelnen Kämpfern eine Hintergrundgeschichte gegeben hat. Und das kannte man aus diversen Spielen zwar, aber auch wenn es hier eigentlich nur darum geht, dass man sich gegen andere Kämpfer eben halt prügelt und dass man dann am Ende, wer sich eben halt mit den Street Fighter Spielen auseinandersetzt, dann eben halt auch eine Geschichte zu Ende erzählt bekommt. Und ich werde jetzt hier mal ganz kurz in einen anderen Modus reingehen. Ich glaube, ich werde hier einfach mal so ein, ja, in den Arcade-Modus gehen. Ja, ich glaube, ich bleibe dabei. Ich nehme diesmal Honda und hoffe, dass ich diesmal ein bisschen besser abschneide. Da wirft er auch schon Salz. Wenn ihr von Street Fighter 2, sagt mit den Street Fighter 2 Charakteren oder generell mit den Street Fighter Charakteren etwas Gutes in Film- und Serienformat sehen wollt, so empfehle ich den Anime, den es zu Street Fighter 2 gab aus den 90er Jahren. Den gibt es meines Wissens auf der PS2 Variante als Bonus-Disc auf dieser Anniversary Collection oder wie sie hieß. Und als geschnittene Version gibt es den auch von der Panini-DVD. Ich bin mir nicht ganz sicher, ob die VHS hierzulande ungeschnitten war. Aber wenn ihr die englische DVD euch ordert oder die englische Blu-ray, ich weiß gar nicht, gibt es den mittlerweile schon auf Blu-ray? Da bin ich mir gar nicht so sicher. Da werdet ihr auf jeden Fall einen sehr guten Anime aus meiner
persönlichen Sicht bekommen. Also ich finde, das ist ein richtig guter Anime, der Street Fighter Anime. Da hatte man zwar noch nicht alle Kämpfer, die man heutzutage kennt, aber ich fand, das wurde richtig gut erzählt. Es gab ja eine Vielzahl an Street Fighter Serien, selbst die Amis haben ja einen Cartoon bekommen. Und hierzulande gab es ja dann auch die Comics, hatte ich ja euch auch mal in einem Video gezeigt, das ist jetzt auch schon Jahre her, dass ich euch die mal gezeigt habe. Und es gab ja auch ein paar Verfilmungen zu Street Fighter. Es gab ja die eine Street Fighter Verfilmung, wo Jean-Claude Van Damme geil gespielt hat und Kylie Minogue hat in diesem Film hatte sie Cammy oder Chun-Li gespielt? Ne, Cammy hatte sie gespielt, genau so war das. Jetzt wäre ich hier beinahe durcheinander gekommen. Und dann gab es ja dann noch vor ungefähr 10 Jahren gab es ja dann diesen Legend of Chun-Li Film, der nicht ganz so gelungen war. Aber dann gab es vor wenigen Jahren gab es dann diese Makinima-Serie, die ich persönlich sehr gut finde. Gibt es auch auf DVD als Zusammenschnitt. Kann ich wirklich nur sehr empfehlen, weil da hat man auch meines Erachtens ein paar sehr gute Synchronsprecher engagiert. Und Street Fighter ist für mich eigentlich so ein funktionierendes Fighting-Game. Nicht nur, weil es vom Gameplay her jedes Mal funktioniert hat. Okay, es gab ein paar Ableger, die fand ich jetzt nicht so stark, aber jeder hat da so seine Favorites. Manche Leute mögen die klassischen 16-Bit-Teile, dann gibt es wiederum Leute, die mögen die Street Fighter Alpha-Teile sehr gerne. Ich persönlich fand auch Street Fighter 4 sehr herausragend, auch wenn ich aktuell hier nur die DS-Version, die 3DS-Version zu Hause habe, weil man da so zwischen den einzelnen Kämpfen auch so ein bisschen Storytelling hatte. Das mag ich sehr an Fighting Games. Und ich weiß nicht, wie das bei Street Fighter 5 ist, weil ich aktuell kein System habe, auf dem ich Street Fighter 5 spielen könnte. Wenn man sich aber da dem Stil belassen hat, die man auch schon in Street Fighter 4 hatte, kann ich mir schon vorstellen, dass das eine Menge Spaß macht. Street Fighter, auch wenn ich jetzt hier gerade alles andere als gut aussehe gegen Cammy, ist definitiv immer noch so das Franchise, was ich mit Capcom automatisch in Verbindung bringe, neben der Mega Man-Serie. Und man hatte ja damals nicht so unbedingt die Berührungspunkte mit den SNK Fighting Games, weil sich die kein Mensch leisten konnte. Und Street Fighter gab es eben dann halt auf den anderen Systemen, die so mehr verbreitet waren. Super Nintendo, Mega Drive und danach gab es ja dann auch noch für die PlayStation sämtliche Ableger. Später dann auch für die Dreamcast, da gab es ja dann auch eben halt Capcom vs. Marvel, da waren ja auch ein paar Street Fighter Charaktere dabei. Ich weiß gar nicht, gab es für den Dreamcast, gab es da auch ein reguläres Street Fighter? Da bin ich mir jetzt gar nicht so sicher. Jedenfalls, es gab ja auch für den 3DO gab es einen Street Fighter. Und ich persönlich finde die Street Fighter 2 Charaktere immer noch am interessantesten, weil natürlich verbinde ich damit so eine gewisse Nostalgie aufgrund des Animes und den Comics und der Serie, die ich damals gesehen habe, beziehungsweise der Anime, der ja eigentlich eine Serie ist, aber der wurde ja dann quasi zusammengeschnitten hier als Film. Und es gab ja dann auch noch weitere Animes in den laufenden Jahren, in den späteren Jahren. Und ich finde, jeder hat so seinen Lieblingscharakter aus diesem Franchise und allein der Soundtrack, ihr hört es ja die ganze Zeit im Hintergrund, ist immer noch ein Meilenstein in Sachen Videogame-Soundtrack. Ich könnte hier so viel banales Zeug über Street Fighter reden. Ich hab mich jetzt hier auch zuletzt für entschieden, dass ich jetzt hier einfach nur mal den Kampf schaue, ob ich wirklich nur schlecht bin oder ob Cammy einfach hier total overpowered in diesem Spiel ist. Aber es sieht wirklich aus, als wenn man hier gegen Cammy keine Schnitte hat. Oh wei, oh wei. Jedenfalls, ihr könnt mir ja mal in die Kommentare schreiben, was euer Lieblings-Street Fighter-Game ist. Also ich persönlich finde zwar die klassischen sehr herausragend, aber wenn man das dann eben halt auch wie hier gemacht hat, mit so einem schon fast 32-Bit-Look, dann sagt mir das mehr zu, als wenn man dann so ein bisschen eingeschränkt ist. Ihr wisst ja, ich habe ja auch ein paar Handheld-Versionen für den Game Boy und für den Game Boy Advance. Und ich werde mir mit Sicherheit auch irgendwann mal die Game Boy Color-Version von Street Fighter Alpha holen, aber
die bekommt man nicht so leicht, habe ich feststellen müssen. Zumindest immer, wenn ich mal geschaut habe, war sie entweder teuer oder ja, nicht zu einem Preis, wo ich sagte, da schlage ich jetzt mal zu. Wie merkt, ich schweife aus. Ich bin ein großer Freund von diesem Franchise und wer eben halt so eine Konsole hat, wo man eine Street Fighter Version für bekommen kann und ihr könnt mit diesem Spiel noch nichts anfangen, spielt es ein bisschen, vielleicht werdet ihr noch warm damit. Aber ich denke, jeder, der Videospiele mag, der wird auch was mit Street Fighter anfangen können. Lange Rede, kurzer Sinn, ihr habt jetzt hier auch so einen kleinen Einblick in diese Mugen-Variante gehabt. Ich werde euch das mal in die Infobox packen. Ansonsten bedanke ich mich jetzt an dieser Stelle für die Aufmerksamkeit. Das war mein kleines Video zu Super Street Fighter 2 Turbo HD Remix. Und ich sage einfach, bis zum nächsten Mal, euer Huli-Nerd. Ciao.